Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kernphysik. Wir wollen uns jetzt mit einer wichtigen Formel der Reaktortechnik beschäftigen, nämlich der sogenannten Vier-Faktor-Formel. Die sieht folgendermaßen aus: K unendlich gleich Eta mal Epsilon mal P mal F. Ich möchte jetzt einmal diese vier Faktoren erläutern. Es geht natürlich um Kernspaltung. Kernspaltung, wir wiederholen nochmal kurz: ein thermisches Neutron trifft auf Uran-235. Dabei entsteht ein Compoundkern aus Uran-236 und der zerfällt in weitere Zerfallsprodukte. Ich habe hier mal beispielhaft Krypton und Barium hingeschrieben und dabei werden so im Schnitt 2 bis 3 Neutronen frei. Bei Uran-235 ist der Mittelwert in der Regel so angegeben in der Literatur in der Größenordnung 2,43. So, was sind diese einzelnen Faktoren? Das Eta ist der sogenannte Generationenfaktor und dieser Generationenfaktor setzt sich zusammen aus der sogenannten Spaltneutronenmultiplizität und der Spaltwahrscheinlichkeit. Die Spaltneutronenmultiplizität, das ist der Wert, den ich eben genannt habe, nämlich bei Uran-235 diese 2,43. Der liegt generell bei der Spaltung auch von Plutonium so in dieser Größenordnung. Und die Spaltwahrscheinlichkeit ist also die Wahrscheinlichkeit, mit der aus dieser Compoundkern hier tatsächlich sich spaltet. Er kann sich nämlich auch auf andere Art und Weise abregen. Die Spaltwahrscheinlichkeit liegt so in der Größenordnung von etwas mehr als 50%, sodass wir hier bei Eta einen Wert von 1,3 bei Uran-235 erhalten. Die Spaltwahrscheinlichkeit, die ich hier mit P Stern angegeben habe, ist das Verhältnis aus dem Spaltquerschnitt und dem Querschnitt für die Bildung eines Compoundkerns. Wir erinnern uns an die Definition der Wirkungsquerschnitte. Wirkungsquerschnitte sind Maße für Wahrscheinlichkeiten, dass bestimmte Ereignisse eintreten. Und da gibt es verschiedene Querschnitte, zum Beispiel für die Spaltung, für die Compoundkernbildung, für den Einfang von Teilchen und ähnliches. Also der Generationenfaktor, der setzt sich zusammen aus der Spaltneutronenmultiplizität μ und der Spaltwahrscheinlichkeit P Stern, die wiederum durch Sigma F durch Sigma C, also das Verhältnis dieser Wirkungsquerschnitte, gegeben ist. Typischer Wert etwa dann in der Größenordnung von 1,3, also 2,43 mal etwas mehr als 50%, so 54% roundabout, kommen wir bei ungefähr 1,3 an. Dann gibt es den sogenannten Schnellspaltfaktor. Das liegt daran, dass das Uran-235 in einer Matrix aus Uran-238 gefangen ist. Es gibt ja insgesamt 97% Uran-238 beim angereicherten Uran und ungefähr 3% Uran-235. Und da kann natürlich durch schnelle Spaltung auch mal ein Uran-238-Kern gespalten werden. Der ist ja schnell spaltbar, während Uran-235 thermisch spaltbar ist. Und dann kommen weitere Neutronen dazu, sodass wir einen Faktor von 1,02 nochmal kriegen für diese schnelle Spaltung von Uran-238 aus der entsprechenden Matrix. Dann haben wir die nach Epsilon noch den Wert für P, das ist die sogenannte Resonanzentkommen- oder Entweichwahrscheinlichkeit oder ich sage auch gerne mal Resonanzfluchtwahrscheinlichkeit. Ja, das ist also die Wahrscheinlichkeit, mit der die Neutronen den N-Gamma-Resonanzen entkommen. Es ist ja zum Beispiel so, dass wenn ein schnelles Neutron entsteht, es entstehen ja schnelle Neutronen bei der Kernspaltung, die dann im Moderator abgebremst werden auf thermische Neutronen. Und da gibt es zum Beispiel bei 7 Elektronenvolt bei 7 Elektronenvolt Neutronen einen relativ großen Einfangquerschnitt für die Reaktion Uran-238 plus Neutron und dann wird aus Uran-238 in mehreren Schritten, ich habe das in einem früheren Video mal gezeigt, Plutonium-239. So entsteht Plutonium-239 durch diese typische Einfangresonanz und die Kunst ist es für die Neutronen, diesen Einfangresonanzen zu entkommen. Und das ist ein Beispiel dafür. Die Resonanzentweichwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Neutron, das entstanden ist, einer solchen Resonanz entkommt und dann weiter auch für die Kettenreaktion hoffentlich zur Verfügung steht, die liegt so bei Uran-238-Matrix hier bei einer Wassermoderation in einer Größenordnung von 0,89, also 89%. Dann haben wir hier noch die thermische Nutzung. Das ist wieder ein Verhältnis von
zwei Sigmas, also von zwei Querschnitten sozusagen, ja, von zwei Wirkungsquerschnitten. Das ist einmal hier die, ja, die thermische Nutzung sozusagen an Spaltprodukt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein thermisches Neutron sich an einem spaltbreiten Kern, wie zum Beispiel dem Uran 235, anfängt, dass das eingefangen wird, dass es also absorbiert wird, damit überhaupt so ein Compoundkern aus Uran 236 entstehen kann, zum Verhältnis der gesamten Absorption in der Anordnung. Ja, das ist also auch so ein Verhältnis, weil manchmal werden Neutronen auch woanders absorbiert, wo sie nicht gebraucht werden können. Es geht ja darum, dass die Neutronen hier bei Uran 235 gebraucht werden und sich da sozusagen anlagern müssen, zunächst mal, damit so ein Compoundkern entsteht. Und dieser Wert liegt so in der Größenordnung bei diesen Prozessen, die wir hier betrachten, bei Uran 235 und Uran 238, bei F von ungefähr 0,88. Und jetzt haben wir alle vier Faktoren erklärt, Eta, Epsilon, P, F, und die werden multipliziert und dabei entsteht eine Anzahl von Neutronen, nämlich K unendlich. Und dann ist es natürlich noch so, dass einige Neutronen auch der Anordnung entkommen können. Die können also direkt aus der Anordnung raus, ja, können als thermische, als schnelle oder als mittlere Neutronen die Anordnung verlassen. Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Anteil, und diese Anteile habe ich hier hingeschrieben mit PS, P thermisch und P mittel. Das ist hier für die schnellen Neutronen. Und der sogenannte Verbleibfaktor ist das Produkt aus diesen drei Entkommenwahrscheinlichkeiten und Entweichwahrscheinlichkeiten sozusagen. So, und der richtige Wert von K, also das, was an Neutronen noch zur Verfügung steht, also der effektive Wert von K, ist dann K unendlich mal L0, und das ist kleiner als K unendlich. Und jetzt kommt es darauf an, ob bei K jetzt ein Wert von größer gleich 1 oder von kleiner 1 rauskommt. K größer gleich 1 bedeutet, dass eine Kettenreaktion möglich ist, K kleiner 1 bedeutet, es ist keine Kettenreaktion möglich. Man spricht bei K größer 1 von einem überkritischen Reaktor, bei K gleich 1 von einem kritischen Reaktor und bei K kleiner 1 von einem unterkritischen Reaktor.